Wir sind David und Tammy aus der Belt 5, eure Location für Training und Therapie in Innsbruck. Und wir dürfen euch heute einen Trainingsplan vorstellen, den ihr zu Hause durchführen könnt. Dabei ist es komplett egal, ob ihr den Endless Summer chased oder hier die Powderhänge runterschreddet. Wichtig ist, dass ihr aufgewärmt ins Training geht. Und dafür braucht ihr euch keine 1000 komplizierten Übungen aus dem Internet suchen, sondern es reicht diese Movement Preparation, die wir euch jetzt zeigen. Okay, steig mit deinem rechten Bein weit nach hinten und bring deinen rechten Arm auf den Boden. Schieb deinen Ellenbogen tief zur Ferse runter und rotiere mit dem gleichen Arm weit zur Decke auf. Schau der Hand hinterher. Jetzt bringst du deine linke Hand wieder nach unten, setzt sie außen am Bein ab. Streck beide Beine nach hinten durch. Zieh deine Zehenspitzen zu dir her, bring deine Ferse zum Boden und komm wieder nach vorne. Zieh mit beiden Armen weit zur Decke und schieb deine Hüfte weit nach vorne. Und dann als Block, als eine Einheit, stehst du wieder nach oben auf. Sehr schön. Nachdem ihr eure Prime Mover aufgewärmt habt, geht es darum, euer Nervensystem zu aktivieren. Aus dem Laufen heraus springt ihr abwechselnd in einem hohen Bogen auf euer Bein und landet ganz stabil. Steht kurz für 2 Sekunden da. Wichtig bei der Landung, landet auf der gesamten Fußsohle und schiebt euer Knie nach außen vom ersten Moment des Bodenkontakts an. Dann geht ihr wieder ins Laufen rein, springt zur anderen Seite, stabil landen. Jawohl. Nachdem ihr mit den Sprüngen die Kraft absorbiert habt, geht es jetzt darum, die Kraft zu entwickeln. Und dafür macht ihr den Single Leg Squat. Dabei ist wichtig, dass ihr eine stabile Beinachse haltet, eine neutrale Wirbelsäulenposition und die gesamte Fußfläche zu jeder Zeit am Boden ist. Du hebst ein Bein vom Boden weg, das bleibt in der Luft und kopiert die Bewegung von deinem Standbein. Jetzt gehst du langsam tief und achtest auf deine leichte Schwingung hier im unteren Rücken. Die behältst du immer bei und dafür brauchst du Spannung in deiner Körpermitte. Langsam tief und schieb den Boden unter dir weg. Stell dich einmal nach vorne hin. Vorne ist wichtig, wenn ihr tief geht. Wenn du tief gehst, schieb dein Knie nach außen, vorne zum kleinen Zeh, während deine Ferse die ganze Zeit am Boden bleibt und den Boden unter dir wegschiebt. Sehr gut. Der Hauptmuskel, mit dem ihr euch im Alltag fortbewegt, ist euer Gesäß. Euer Arsch treibt euch voran. Aktiviert ihn mit folgender Übung. Ihr stellt eure Fersen auf und zieht eure Zehenspitzen zu euch her. Pendelt euer Becken in eine neutrale Position ein und jetzt aktiviert ihr eure Körpermitte und das Gesäß und schiebt eure Hüfte zur Decke rauf und hier müssen die Pobacken richtig feuern. Geht langsam wieder tief, haltet eure Länge und schiebt den Po nach oben. Langsam tief und Schub. Sehr gut. Das A und O für eure Base ist eine stabile Körpermitte. Aktiviert sie mit folgender Plank-Variante. In der Startposition achtet ihr darauf, dass ihr einen langen Hals macht und hier wieder diese Schwingung im unteren Rücken habt. Aktiviert die Körpermitte und schiebt dich in die Liegestützposition nach oben. Null Bewegung lasst ihr zu im unteren Rücken und wieder nach unten. So wechselt ihr von Seite zu Seite. Sehr schön. Damit ihr nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängt, arbeitet mit folgender Side-Plank-Variante gegen die Schwerkraft. Auch hier pendelt ihr euer Becken wieder in eine neutrale Position und schiebt eure Hüfte nach oben, sodass ihr eine gerade Linie bildet von eurer Ferse bis hin zu eurem Scheitelpunkt des Kopfes. Diese Position gilt es erstmal zu halten. Als Variante könnt ihr noch eine Laufbewegung mit einbauen, indem ihr euer Knie zu euch herzieht und mit dem Arm eine Laufbewegung nach hinten macht. Dabei stabilisiert ihr die Hüfte und arbeitet gegen den Zug nach unten. Nach dem Kraftblock geht es jetzt darum, eure Herzfrequenz nochmal so richtig raufzufahren und eure Stoffwechselprozesse anzukurbeln. Macht folgende 3 Übungen mit voller Power und gebt richtig Gas. Nimm deine Hände in die Hüfte und geh tief, schieß nach oben raus. Maximale Amplitude, maximale Frequenz und gib Gas. Hoch, hoch, hoch. Spring nach oben, wie ein Flummiball. Hoch,
Übung Nummer 2. Setz dich hin. Die Hände nimmst du vor die Brust. Bleib ganz aufrecht und rotiere von links nach rechts. Auch hier möglichst schnell, möglichst stabil. Tempo, 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 Tempo. Übung Nummer 3. Komm wieder nach oben. Du springst von links nach rechts, landest wieder stabil auf einem Bein. Nimmst die Arme aktiv mit. Hohe Amplitude. Jawohl. Sprung, Sprung. Stark. Nice, danke. Und komm vorbei in der Base 5.